Willkommen zu den bösen Witzen auf dem Spaßdigger-Kanal. Hallo, liebe Spaßvertilger. Heute wird's wieder dirty und gemein. Fiese Witze, böser schwarzer Humor, Köpfe ab und los geht's. Ich habe meinem Jungen abgewöhnt, dauernd auf den Nägeln rumzukauen. Tatsächlich? Wie? Ich habe ihm die Zähne ausgeschlagen. Was macht ein Kannibale, der pfeifend eine Urne spazieren trägt? Er freut sich auf seine 5-Minuten-Terrine. Mami, Mami, die Kinder in der Schule hänseln und schlagen mich, weil sie sagen, ich hätte einen Wasserkopf. Unsinn, Schatz, du hast keinen Wasserkopf. Beruhige dich und tu mir einen Gefallen. Hol mir beim Kaufmann 5 Pfund Kartoffeln. Julius rieb sich die Tränen aus den Augen. Gut, Mami, gibst du mir eine Tasche zum Tragen? Ach, nimm doch einfach deine Mütze. Warum haben Frauen über 50 nicht mehr ihre Tage? Weil sie dann das Blut für ihre Krampfadern brauchen. Peter nimmt seinen Sohn auf einen Jagdausflug mit. Plötzlich ruft der Sohn, schau mal, Vater, dort oben, und deutet auf ein Segelflugzeug. Ja, ja, mein Sohn, erwidert der Vater, sieh ihn dir genau an. Das ist ein sehr gefährlicher Greifvogel. Ich hab mal auf so einen geschossen, da ließ er glatt einen Menschen fallen. Sag mal, wäschst du dir die Hände eigentlich vor oder nach dem Pinkeln? Dabei, Mensch, dabei. Geht ein Mann zum Arzt und lässt sich untersuchen. Der Arzt sagt, ich muss Ihnen die betrübliche Mitteilung machen, dass Sie nur noch 6 Stunden zu leben haben. Der Mann geht heim und sagt zu seiner Frau, ich habe nicht mehr lange zu leben, lass uns noch einmal gut essen gehen. Nach 4 Stunden kommen sie zurück. Der Mann sagt wiederum zu seiner Frau, jetzt habe ich nur noch 2 Stunden zu leben. Lass uns noch wie früher ein bisschen Liebe machen. Daraufhin sagt seine Frau, nein, das geht nicht. Ich muss morgen früh aufstehen und du kannst liegen bleiben. Was ist wirklich eklig? 2 siamesische Zwillinge am Hintern zusammengewachsen. Furzt der eine, bläht sich der andere auf. Der Geschäftsmann liegt im Sterben. Seine Frau sitzt an seinem Bett. Noch einmal rafft er sich auf. Du sollst alles erfahren, Liebes, stöhnt er. Ich habe den Schmuck, den ich als gestohlen gemeldet habe, selbst verkauft. Ich war der Geliebte deiner Schwester. Ich habe unser Dienstmädchen im Bett gehabt. Das bin alles ich gewesen. Tröste dich, mein Lieber, sagt seine Frau. Ich muss dir auch was gestehen. Das Gift in deiner Suppe, das war ich. Sagt der Mann verärgert zu seiner Frau. Jetzt hör endlich mit deinen albernen Selbstmordversuchen auf. Sieh dir bloß mal die hohe Gasrechnung an. Ein Großwildjäger bekommt Besuch. Stolz zeigt der Hausherr die zahllosen Jagdtrophäen an den Wänden. Sagen Sie mal, da hängt sogar der Kopf von einer Frau und die lacht auch noch, entsetzt sich einer der Besucher. Ja, ja, das ist meine Schwiegermutter, bestätigt der Hausherr. Bis zum letzten Moment hat sie geglaubt, ich würde sie fotografieren. Was ist braun, hat 4 Beine und einen Arm? Ein Rottweiler auf dem Kinderspielplatz. Mutter und Tochter kommen vom Krematorium. Den verstorbenen Vater tragen sie in einer kleinen Urne bei sich. Die Tochter meint, wenn wir nachher zu Hause sind, stellen wir den Vater auf den Kaminsims. Von wegen, sagt die Mutter, der soll noch was arbeiten, der kommt in die Sanduhr. Ein Kannibale schwärmt, am liebsten habe ich Politiker, viel Sitzfleisch und wenig Rückgrat. Mami, Mami, bin ich ein Werwolf? Halt's Maul und kämm dir endlich das Gesicht. Warum sitzt die Blondine nackt auf der Heizung? Weil der Monteur sagt, die Heizung leckt. Eine entzückende Blondine, die mit einem Flugzeug über dem afrikanischen Busch abgestürzt ist, wird zum Häuptling der Kannibalen gebracht. Der Häuptling schaut sie an, leckt sich über die Lippen und meint, ich glaube, ich werde mein Frühstück morgen im Bett einnehmen. Mami, Mami, muss ich das ganze Ei essen? Aber klar, auch den Schnabel und die Krallen? Ein Motorradfahrer ist in einer eisigen Winternacht unterwegs. Weil ihm der Wind so stark durch den Reißverschluss seiner Jacke zieht, hält er an und zieht die Jacke andersherum an, mit dem Reißverschluss auf den Rücken. Einige Kilometer weiter hat er einen Verkehrsunfall und wird schwer verletzt. Als der Rettungswagen ankommt und die Sanitäter nur noch den Tod des Motorradfahrers feststellen können, fragen sie die Umstehenden, hat der Motorradfahrer noch irgendwas gesagt? Einer der Passanten antwortet, zuerst hat er noch gestöhnt, aber nachdem wir den Kopf richtig rumgedreht haben, war er still. Der Staatsanwalt, sagen Sie doch einmal ganz ehrlich, warum haben Sie Ihren Mann mit Pfeil und Bogen erschossen? Die Angeklagte,
Ich wollte die Kinder nicht aufwecken. Zwei Blinde auf einer Parkbank. Plötzlich muss einer niesen. Tsch, sagt der andere. Sei so nett und mach mir bitte auch ein Bier auf. Was ist schwarz, hängt im Baum und dampft? Ein Spanner nach dem Waldbrand. Warum finden es Kannibalen am Strand so toll? Weil sich dort das Essen von selbst grillt. Während der Jagd entsteht plötzlich ein Tumult. Sie Trottel, schreit einer der Jäger. Sind Sie blind? Sie haben meine Frau erschossen. Tut mir leid, sagt der Sünder zerknirscht. Da drüben steht meine. Bitte revanchieren Sie sich. Der Arbeiter vom Chemiewerk kommt zur Frau seines Kollegen. Ihr Mann, was ist mit ihm? Er war ganz aufgelöst, als wir ihn aus dem Säurebad geholt haben. Sitzen zwei Haufen Scheiße an einer Straßenecke und rauchen einen Joint. Kommt ein Haufen Durchfall vorbei und fragt, darf ich auch mal ziehen? Nee, nee, das ist nur was für harte Jungs. Willi ist blind auf die Welt gekommen. Eines Abends sagt seine Mutter zu ihm, Willi, morgen ist ein ganz besonderer Tag. Wenn du recht innig betest, wirst du morgen früh sehen können. Am nächsten Morgen kommt sie in Willis Zimmer und will wissen, ob er wirklich andächtig gebetet hat. Also, dann mach jetzt die Augen auf. Deine Gebete sind erhört worden. Willi öffnet die Augen und gleich darauf schreit er, Mami, Mami, ich kann immer noch nicht sehen. Ich weiß, mein Liebling, sagt die Mutter. April, April. Was fressen Kannibalen, die Diät halten müssen? Kleine Pygmäen. Was sagt ein Hund kurz bevor ein Auto ihn trifft? Hilf! Was sagt ein Hirsch kurz bevor ein Auto ihn trifft? Hilf! Was sagt ein Elefant kurz bevor ein Auto ihn trifft? Na los, komm nur. Mami, Mami, warum schmücken wir den Weihnachtsbaum schon im August? Wie oft soll ich es dir denn noch sagen, Christian? Du hast nun mal Leukämie. Zwei Kannibalen starren wie gebannt auf den Bildschirm. In einem Fernsehfilm wird ein nackter Mann auf einen Operationstisch gehoben. Drei Ärzte bemühen sich um ihn, meint der eine Kannibale erwartungsvoll. Prima, jetzt bekommen wir gleich ein neues Kochrezept. Was hört man, wenn man sich einen Döner ans Ohr hält? Das Schweigen der Lämmer. Mit letzter Kraft robbt ein Tourist durch den Wüstensand. Nach drei Tagen steht plötzlich ein Mann vor ihm. Schöne Krawatten gefällig? Der Tourist winkt ab. Mann, was soll ich denn damit? Ich hab Durst. Fünf Tage später erreicht er eine Oase. Unter Palmen sieht er eine Snackbar. Er stöhnt. Wasser. Der Mann am Eingang nickt zustimmend. Können Sie haben, aber ohne Krawatte kommen Sie hier nicht rein. Ein Einbeiniger und ein Blinder an der Theke streiten sich. Der Einbeinige, dir trete ich gleich in den Arsch. Der Blinde, das möchte ich sehen. Was macht ein Kannibale im Restaurant? Er bestellt den Kellner. Wo findet man eine Schildkröte ohne Beine? Da, wo man sie hingesetzt hat. Der Erfinder tritt mit seiner neuen kugelsicheren Weste vor seine Frau. Nach 10 Jahren Arbeit habe ich endlich die 100%ig kugelsichere Weste erfunden. Sie widersteht allen Geschossen. Diese Erfindung wird uns endlich den großen Reichtum bescheren. Er gibt seiner Frau einen Revolver. Los, probier mal! Die Frau setzt den Revolver ihrem Mann an die Stirn und drückt ab. Warum können Blondinen nicht Wasserski fahren? Sobald sie feucht zwischen den Beinen werden, legen sie sich hin. Mami, Mami, haben Zitronenfüße? Aber nein, mein Kind. Dann habe ich soeben den Kanarienvogel in den Tee gedrückt. Zwei Missionare landen im Suppentopf eines wilden Kannibalenstammes. Die Suppe im Topf beginnt zu brodeln. Es wird heißer und heißer und die Angehörigen des Kannibalenstammes tanzen hungrig um den Topf. Kurz bevor ihnen die Sinne schwinden, hört der eine Missionar seinen Kollegen lachen. Der Typ lacht wie blöde. Was ist denn los mit dir? Fragt der andere Missionar. Es gibt doch wahrlich keinen Grund zur Heiterkeit. Doch, antwortet der zweite immer noch grinsend. Ich hab ihnen in die Suppe gepisst. Ein Mann meldet seine Frau als vermisst. Nachmittags bekommt er einen Anruf von der Polizei. Wir haben eine Leiche gefunden, die der Beschreibung ihrer Frau entspricht. Können Sie zur Leichenhalle kommen, um sie zu identifizieren? Der Mann fährt zur Leichenhalle, fasst die Leiche an und sagt, das ist sie, das ist meine Frau. Moment mal, soll ich nicht erst mal das Laken wegnehmen, damit Sie das Gesicht sehen können? Das ist meine Frau, da bin ich mir ganz sicher. Die hat immer so kalte Füße.
die Kannibalenmutter zum Medizinmann. Ich mache mir Sorgen um meinen Sohn. Er will Vegetarier werden. Ein Fakir zu seinen Kollegen. Schau mal, was ich uns mitgebracht habe. Oh toll, ein Sack voller Nägel. Das gibt eine prima Kissenschlacht heute Abend. Onkel Rüdiger, Onkel Rüdiger, Gisela hat einen giftigen Pilz gegessen. Keine Zeit, Karl, ich habe gerade zu tun. Onkel Rüdiger, jetzt ist Gisela in den Fluss gefallen und ertrinkt. Macht nichts, der Pilz hätte sie sowieso erwischt. Ein Kannibale kommt in einen Fleischerladen, um etwas Gehirn fürs Mittagessen zu kaufen. Wir haben drei Sorten für Sie da, mein Herr. Ingenieur 10 Euro das Kilo, Ethnologe zu 50 Euro das Kilo und Politiker zu 100 Euro, erklärt der Fleischer. Der Kannibale staunt nicht schlecht. Warum ist denn das Politikerhirn so sündhaft teuer? Fragt er ungläubig nach. Oder haben Sie sich da vertan? Keineswegs, entgegnet der Fleischer. Was meinen Sie, wie viele Politiker ich für ein einziges Kilo Gehirn brauche? Das hat heute geschmeckt, Schatz, lobt der Ehemann. Kannst du morgen das Gleiche nochmal kochen? Tut mir leid, Liebling, an Fliegenpilzen kann man sich nur einmal im Leben satt essen. Am Flussufer sitzt ein Junge und weint. Ein Mann kommt vorbei, bleibt stehen und fragt, warum weinst du denn? Weil mir mein Brot ins Wasser gefallen ist. Mit Wurst? Nein, mit meinem Bruder. Und einen gibt's noch. Ein Reisebus mit Afrikanern nähert sich langsam der deutsch-österreichischen Grenze. Ein Tiroler Zöllner öffnet die Tür. Ruft er, hoppla, hat's hier gebrannt? Witze in die Kommentare, Kommentare in die Kommentare und dein Abo dalassen. Ich passe drauf auf. Bis bald.